Hallo und herzlich willkommen bei der Tour de France, um genau zu sein, bei dem Spiel Tour de France 2023. Wir versuchen mit Simon Geschke das Bergtrikot zu gewinnen. Wenn dir das gefällt und du auch schon ein paar andere Let's Plays auf meinem Kanal geschaut hast, dann bitte ich dich natürlich um ein Abo, denn ich möchte irgendwann mal es schaffen, 1000 Abonnenten zu haben. Das wäre mein großes Ziel. Und mein großes Ziel hier mit Simon Geschke ist natürlich, das Bergtrikot zu gewinnen. 4 Punkte Vorsprung haben wir vor Giulio Ciccone. Das wird ein richtig harter Fight gegen den Italiener. Jetzt geht's rein in die 7. Etappe. Hi guys! Let's start the briefing for this stage. The main thing to grasp today is that the route is flat and it harbors no particular difficulties. A sprint finish is more than likely. This stage is of no interest to us. Keep cozy inside the peloton. Have a good stage. Ja, have a good stage. Ich gehe mal davon aus, wir werden eine gute Stage haben, denn es ist völlig belanglos für uns, diese Etappe. Also, es ist eine flache Etappe. Es wird eine Ausreißergruppe gehen. Aber am Ende wird es einen Massensprint geben in Bordeaux. Ich denke, da führt kein Weg dran vorbei. Wir werden einen Fahrer von unserem Team Cofidis in die Gruppe schicken. Aber wir werden selbst natürlich mit Geschke nichts machen. And so we can expect the sprinters and their teammates to take center stage on this finish in Bordeaux, a town used to mass. So, Kilometer 0 ist erreicht. Wen schicken wir in die Gruppe? Also Consonni, Cocard und Zinglo eigentlich für den Sprint ganz gut. Ich würde sagen, Benjamin Thomas schicken wir jetzt mal rein. Der kann hier in die Gruppe gehen. Hoffen wir mal, dass er es schafft, nach vorne zu kommen. Ist er jetzt schon da? Ne, ich sehe ihn noch nicht. Aber es gibt auch noch keine weiteren Attacken. Also jetzt greift er an da vorne, oder? Ist er das? Oder ist das einer von EF? Das ist Oss mit... Noch irgendjemanden? Mit Bissegger, ja, ist einer von EF, dachte ich doch. So, wo ist denn Thomas? Der steckt irgendwo hinten fest im Feld wahrscheinlich. Der kommt nicht nach vorne. Ist natürlich bitter. Ist das jetzt? Ne, es ist Rutsch. Mit Della Plus. Wo ist denn Thomas? Wir können auch Perez angreifen lassen. Dann gehen wir mit 2 in die Gruppe. Eventuell Perez und Thomas. Ne, Thomas ist jetzt vorne. Okay. Und Perez geht auch. Okay. Perez wieder eingeholt. Ne, Perez noch vorne, Thomas ist wieder eingeholt. Komm Thomas, greif nochmal an. Ich hoffe, dass er jetzt schafft, in die Gruppe zu gehen. Ich hätte lieber Thomas vorne als Perez. Ist jetzt auch wieder eingeholt, er ist auch wieder eingeholt, okay. Oss und Van der Horn, aber es ist noch, die Gruppe steht noch nicht. Die Gruppe steht auf jeden Fall noch nicht. Jetzt lassen wir wieder Perez angreifen. Ich möchte auf jeden Fall einen in die Gruppe kriegen. So, der ist jetzt, glaube ich, in der Gruppe, oder? Perez ist, glaube ich, in der Gruppe. Ja gut, ist jetzt nicht unbedingt sein Terrain. Der mag es schon eher ein bisschen bergig. Der kooperiert jetzt mit den Gegnern und dann ist das letztendlich eine chillige Etappe. Jetzt hätten wir eigentlich Zeit, über die echte Tour de France zu sprechen. Aber das machen wir ja in unserem Podcast, falls ihr den noch nicht kennt. Der heißt... Die Velosophen, da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Und außerdem kann ich jetzt auch hier schlecht über die Tour de France sprechen, denn dieses Spiel, dieses Let's Play nehme ich auf vor dem Start der Tour de France. Einfach, um mich ein bisschen in Stimmung zu bringen und das funktioniert auf jeden Fall. Viereinhalb Minuten haben sie jetzt Vorsprung. Bin gespannt, ob die Chance mal besteht, dass er auf einer Flachetappe in der Gruppe durchkommt. Denn in den Bergen haben wir es ja erlebt, gestern. Da ist Ciccone mit seinen Kollegen durchgekommen. Ich glaube, 3 oder 4 Leute haben es geschafft vor Pogacar ins Ziel. Wir leider nicht mit Geschke, wir sind da eingebrochen. Und mussten auch ganz klar sehen, dass Ciccone einfach besser ist am Berg. Und ich glaube, wenn da es in der nächsten Zeit zum Mann-gegen-Mann-Duell kommt mit Ciccone, dann werden wir große Probleme haben mit Simon Geschke. Das macht mir ein bisschen Angst. Ich kann bloß hoffen, dass Ciccone nicht in die Gruppe geht auf jeder Bergetappe. Denn wenn er das tut, werden wir da mit Geschke komplett chancenlos sein. So,
Vorsprung 2,5 Minuten, ja, die werden gleich eingeholt. Da wird es nicht viel geben. Aber mich wundert es ja, dass Kokar bis jetzt bei den Sprints so schlecht war. Vielleicht fahre ich jetzt mal mit Kokar. Ich kann ja die Kontrolle übernehmen von einem Fahrer. Ich habe zwar gesagt, das mache ich nicht. Aber was interessiert mich schon mein Geschwätz von gestern? Ziel ist natürlich ganz klar, dass wir die Bergwertung mit Geschke gewinnen. Und nicht, dass wir hier eine Etappe mit irgendwem anders gewinnen. Aber jetzt so nebenbei können wir doch ein bisschen Spaß haben und das Ganze versuchen. 25 Kilometer noch. Kokar hat halt schon wieder kaum blauen Balken. Das ist halt wirklich enttäuschend, ne? So, Perez abgehängt. Vorne haben wir noch Charming, aber die werden nicht durchkommen. 25 Sekunden. Ich übernehme jetzt mal die Kontrolle von Kokar. Wie mache ich das? Fahrer wechseln. Jetzt bin ich Kokar, oder? Heißt, ich steuere den jetzt. Was habe ich da jetzt ausgewählt bei ihm? Angreifen, nee. Der soll grenzenlosen Widerstand einfach zeigen. So, spuren wir noch ein bisschen vor. So, da ist er platziert. Wir müssen mit ihm jetzt nach vorne fahren. Das mache ich jetzt mal. Und natürlich das Gel verwenden. Ah, der hat ja kaum... Okay, das ist ja völlig für den Arsch. Der wird keine Chance haben. Der hat ja kaum noch blauen Balken. Seht ihr das? Bis ich mit dem vorne bin im Feld, ist der ja kaputt. Das ist ja der Wahnsinn. Also der ist nicht gut bewertet als Sprinter, weil der hat ja gar keine Chance, den Sprint reinzuhalten, wirklich. Gucken wir mal. Vielleicht geht's ja, aber der blaue Balken ist wirklich sehr, sehr klein. Ich meine, immerhin haben wir ein bisschen roten Balken. Wir sind jetzt auch nicht so schlecht positioniert. 6 Kilometer noch. Geschke ist hier links vor uns. Ich brauche irgendein gutes Hinterrad auf jeden Fall. Am besten das von Jakobsen. Das ist Alaphilippe. Wen haben wir hier vorne? Jakobsen. Wobei Jakobsen wahrscheinlich in grün ist. Hier links ist er. Philipsen hätten wir noch. Ewan. Okay, lass uns mal das Hinterrad von Ewan nehmen. Aber ich habe keinen blauen Balken mehr. Ich breche gleich ein. Das ist ja super lame. Ja, Einbruch. Okay, also wir können mit ihm gar nicht mitsprinten. Das ist ja super lame. Die sind alle komplett kaputt. Consoni sogar abgehängt worden. Auch Geschke hat keinen blauen Balken mehr. Wir können mit Martin können wir sprinten. Ich meine, macht zwar keinen Sinn, das ist kein Sprinter. Oh, der ist gut positioniert. Ja, lass uns mit Martin sprinten, wenn wir sonst nichts machen können. Das ist aber dann nicht gut eingestellt bei dem Spiel. Wenn unsere ganzen Sprinter keine Kraft mehr haben auf einer flachen Etappe, aber unser Bergfahrer schon, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich meine, er regeneriert natürlich gut, der Mathe. Aber es kann ja eigentlich nicht sein, dass er hier noch voll dabei ist und die anderen nicht, die eigentlich gut die Sprinter sind. Ich nehme jetzt hier noch ein bisschen blauen Balken, blaues Gel. 3 Kilometer noch. Ich muss natürlich jetzt schon nach vorne fahren mit ihm. Das rote Gel nehme ich auch noch. Ich hoffe, dass ich die Kurve jetzt kriege, jawohl. Da vorne gibt es jetzt gleich nochmal eine Kurve. Da müssen wir auch gucken, dass wir die gut kriegen. Die haben wir auch gut gekriegt. So, und jetzt sind wir hier mit ihm doch richtig gut dabei. Wir lassen uns jetzt hier von Murkoff den Sprint anziehen, oder? Wer ist hier? Petit, das wäre auch ein guter Anfahrer. Jetzt werden wir leider ein bisschen weggedrängt. 1 Kilometer noch, jetzt bin ich natürlich spät. Gut, ich bin natürlich kein Sprinter. Bennett haben wir hier. Wir können hier fast mit Bennett mitsprinten. Schaut euch das mal an. Hier ziehen wir noch an einigen vorbei, an Van der Poel zum Beispiel. Boah, guck mal. Also Top 10 habe ich geschafft mit Martin, oder? Würde ich mal sagen. Ich glaube, das macht auch Bock, wenn man den Sprinter steuert bei dem Spiel. Ich glaube, dass das Bock macht. Du kannst schön deinen Kollegen sagen, hier fahr mal Vollgas, ich hänge mich hinten dran. So, hier sehen wir es nochmal. Ich bin hier noch an einigen vorbeigefahren, seht ihr das? Ja, das muss doch Top 10 sein, oder? Mit Motte im Massensprint in Bordeaux. Das wäre doch was. Wer hat gewonnen? Caleb Ewan. Sein Hinterrad hatte ich. Pogacar führt natürlich die Gesamtwertung und hier hat sich nicht viel verändert. Bleibt alles beim Alten. Jetzt gucken wir mal. Wie viel das sind wir gewonnen? 12. Dainese, Sagan, Cavendish. Ja, das sind alles Top-Sprinter natürlich. Ewan gewinnt auf jeden Fall. Wir hatten das Hinterrad von ihm mit Kokar. Das wäre natürlich geil gewesen, aber Kokar ist halt komplett eingebrochen.
Ja, hat sich nichts getan. Bergwertung ging an Oss. Schauen wir uns gleich mal die Gesamtwertung an. In der Bergwertung Geschke führt da weiterhin mit 4 Punkten vor Ciccone. Für unser Vorhaben war das natürlich keine wichtige Etappe. Bin gespannt, wer in Bordeaux in der Realität gewinnt. Ich hoffe, morgen seid ihr hier bei mir wieder dabei. Dann geht es mit Geschke weiter ums Bergtrikot. Wir sehen uns auf Slalom Stream Sport.